Zu Beginn vielleicht, wenn man in diese Tätigkeit reinkommt, braucht es auch eine Zeit, um zu begreifen, ah, es reicht nicht, diese zweimal mit diesem Menschen zu arbeiten. Und wenn wir da klar werden, dann ist es viel einfacher, auch diese Angebote zu vertreten oder eben auch die näher zu bringen. Und für uns natürlich in dieser Form, wie wir arbeiten, sind es immer solche größeren Pakete, weil wir aber 100% dahinterstehen können im Wissen, dass es hilfreich ist. Nicht, weil wir das größere Paket verkaufen wollen. Und ich glaube, das ist wieder, von wo kommen wir? Und das ist für die andere Seite spürbar. Und was ich so spannend finde, auch da wieder, wenn die Leute spüren, da ist die Lösung für mein Problem drin, da ist die Transformation drin, die ich mir wünsche, die sehen klar für mich, dann können sie auch über diese Hürde von, nein, es müssen doch einzelne Stunden und ich möchte immer mal wieder mich dafür entscheiden, wegkommen, weil wir klar sind in dem, was wir anbieten. Und es ist ganz sicher so, um gesund zu bleiben und eben unterstützen zu können, dürfen wir genug Geld verdienen. Und weil sonst brennen wir aus und sind überhaupt keine Unterstützung mehr, die wir uns wünschen. Und das auch für uns auf der Seite von Coaches und Therapeuten zu sehen, ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Vielleicht am Anfang ist es stimmig, wirklich nur Stunde pro Stunde anzubieten. Vielleicht bist du ganz neu auf dem Markt und du weißt noch selber nicht, bin ich gut in dem, was ich tue? Und du brauchst Erfahrung und du möchtest die Hürde niedrig halten, dass man überhaupt Ja zu dir sagt. Und ganz ehrlich, wenn wir selber nicht sicher sind, wir wollen die Hürde runterhalten für uns selber, weil dass kein Druck aufkommt, oh, ich habe gerade ein 200-Euro-Stunde angeboten und jetzt muss ich dem gerecht werden. Oder das heißt, sei lieb zu dir, mindestens in den ersten 100, 200 Coachings oder therapeutische Arbeiten, die du machst. Erlaube dir einfach, das ganz locker zu Hand zu haben, mit den Preisen, mit den Schritt-für-Schritt-Geschichten, wissend, dass du vielleicht später, nachdem du überhaupt mit vielen Kunden zusammengearbeitet hast, selber weißt, was braucht es? Was ist die Menge, was Sinn macht für einen Kunden? Du weißt es nicht vom Startblock weg. Das ist etwas, was du auf dem Weg entdeckst. Das Zweite ist bei diesem Thema, was ich über die vielen Jahre beobachtet habe, wo ich Business- und Marketing-Coaching mache, mit Coaches, Trainer, Berater, Therapeuten und so weiter. Manchmal starten sie in einem Markt, wo sie eine Commodity sind. Commodity ist, das Wort auf Deutsch gibt es das nicht, aber es ist wie ein austauschbares Alltagsprodukt. Und was meine ich damit? In Frankfurt gibt es mehrere Yoga-Studios beispielsweise. Und ein Kunde wird wahrscheinlich, wenn er Yoga oder sie Yoga machen möchte, nach zwei Kriterien entscheiden. Ist das in der Nähe von meinem Zuhause oder meiner Arbeitsstelle? Also komme ich dort leicht hin oder zu der Kita, wo mein Kind ist? Und das Zweite ist, gibt es fünf verschiedene Yoga-Studios im Umkreis von x Kilometer, beginnen Sie vielleicht die Preise zu vergleichen. Hier kriege ich es für, keine Ahnung, wie viel eine Yogastunde heutzutage kostet, sage ich mal 20 Euro oder 30 Euro. Und das Gleiche gilt vielleicht für Heilpraktiker, für Berufe, wo man Physiotherapeuten. Also es gibt einfach einige Bereiche, wo irgendwo der Markt begonnen hat, den Preis zu bestimmen. Und jeder geht da rein und die bieten genauso an wie die Kollegen, damit sie überhaupt Kunden bekommen können. So, wie kommst du aus dieser, in Anführungszeichen, Misere heraus, wenn du feststellst,
Kunden kriegen nicht die Ergebnisse auf diese Art und Weise. Ich kann nicht auf dem Markt überleben, bei diesen niedrigen Preisen was tun. Eine Idee, wo man hinschauen kann, ist zurück zu der Liebe und das Geben. Wenn du zum Beispiel auf den Markt gehst und ganz viel gibst, zum Beispiel in Form von einem YouTube-Kanal, wo du über dein Thema sprichst, und die Leute beginnen eine Beziehung mit dir aufzubauen, indem sie immer wieder das, was du gibst, anschauen. Irgendwann mal entwickelt sich vielleicht bei denen ein Gefühl, wo sie sagen, ich will mit Christian. Es könnte, er ist weit weg, das ist mir egal. Und er ist teurer, das ist mir egal. Er hat mein Herz berührt, er hat seine Weisheit geteilt mit mir und ich konnte in Resonanz mit dem gehen. Und vielleicht in einem Klarheitsgespräch angekommen, wo das Vertrauen aufgebaut ist und das Kennen und Mögen zu dir, weil du so viel von dir gezeigt hast, dann, wenn du diese Klarheit aussprichst, die Lea gerade dargelegt hat, von bei mir habe ich gesehen, das braucht so und so viel. Sie werden dir auch vom Herzen glauben und gar nicht darüber nachdenken, über wie der Markt gestaltet ist und was andere verlangen. Und das ist ein Schritt, wo viele stecken bleiben und nicht weitergehen, weil sie noch nicht darüber nachgedacht haben. Mhm.